Netz ein schönes Gedicht gefunden von Nathalie Brehm. Recht herzlichen Dank, dass du mir das zur Verfügung stellst. Ich wünsche mir nicht, dass jeder Mensch auf der Welt vegan lebt. Wer bin ich, den Menschen ihren freien Willen zu nehmen? Ich wünschte nur, jeder müsste es selber tun. Ich wünschte, im Supermarkt stände nicht diese Litermilch. Ich wünschte mir, im Supermarkt stände nicht dieser Litermilch, sondern die schwangere Kuh, die jetzt gerade ihr Kalb auf die Welt bringt. Und du betrachtest dieses Wunder der Geburt und müsstest hingehen und das Kalb von der Kuh trennen. Du willst ja ihre Milch, ihre Muttermilch für dich haben. Du müsstest mit anhören, wie die Mutter sich die Seele aus dem Leib schreit und vor lauter Verzweiflung um sich schlägt. Und wie ihr Baby zurückschreit und trotzdem an dem Strick ziehen und das Kalb fortbringen. Und während du diese Stunden tagelang andauernd hast, müsstest du diese Kuh Melkwerkzeug anlegen, sie fixieren, weil sie so sehr zappelt. Es interessiert sie nicht, dass du ihre Milch möchtest. Sie will ihr Baby. Ich wünschte, du müsstest dieses Kalb selbst töten. Denn was soll man nun damit? Die Milch trinkst du und die Kuh hat ausgedient. Ich wünschte, du müsstest ihren geschundenen Körper selbst auf diesen Laster treiben, ihr Stromlegeflügel versetzen, zunächst am Körper, danach an den Genitalien, wenn sie zu kraftlos ist, um noch zu stehen. Ich wünschte, du müsstest sie selbst in die Bolzenkammer treiben, müsstest ihre weit aufgerissenen Augen ansehen und ihr selbst den Bolzen ins Gehirn jagen. Sondern da lägen kleine Ferkelchen. Und du müsstest selbst hingehen und ihnen ohne Betäubung die Hoden abzwicken, die Wunde danach zubrennen. Du müsstest dir ihre erbärmlichen Schreie anhören, während du diesen Schmerz verursachst. Du müsstest ohne Betäubung die Zähne mit einer Zange rausbrechen und ihren Schwänzen abschneiden. Ich wünschte, du müsstest diese Tiere, wenn sie ein paar Monate alt sind, selbst in die Gaskammer stecken, vergasen, betäuben und ihm anschließend die Kehle aufschlitzen. Ich wünschte, im Supermarkt lege nicht diese Päckchen Eier, sondern die Henne, die diese Eier Tag für Tag unter Qualen legt. Und du müsstest sie dir ansehen, in ihrem dunklen, engen DIN-A4 großen Box, mit ihrem federlosen Hinterteil und ihrem amputierten Schnabel. Du müsstest dir ansehen, wie sie jeden Tag vor sich hin vegetiert, ohne jemals Sonne zu sehen und ohne jemals im Sand zu baden. Ich wünschte, du müsstest die männlichen Küken selbst lebendig in den Schredder werfen. Was soll man nun damit? Sie legen ja keine Eier. Wenn du das alles nicht selbst tun könntest, wenn sich das alles genauso falsch anfühlt wie für mich, dann denk darüber nach.